Da draußen ist es dunkel. Kommt in die helle Stube. Hallo und herzlich willkommen zurück bei 777. Mein Name ist René und es geht weiter mit Hearthstone Heroes of Warcraft. Ihr seht schon, eine Nacht in Karazhan, das neue Hearthstone-Abenteuer ist da. Wir haben jetzt mittlerweile schon 1 Uhr, seit 0 Uhr kann man es auch in Deutschland spielen. In den USA ging es ein bisschen früher los, glaube ich, also immer so mittags rum. Eine Nacht in Karazhan wurde jetzt schon länger angekündigt, deswegen habe ich auch schon genug Gold gesammelt. Mal hier in die Solo-Abenteuer. Der erste Flügel kostet Geld, aber man hat vorher einen Prolog, um es anzutesten. Also keinen kompletten Flügel wie damals in Naxxramas, den man kostenlos spielen kann. Verehrter Gast, heute Abend seid ihr zu einer Party eingeladen, wie sie Azeroth noch nie gesehen hat. Ich finde übrigens feiert immer die... mit mir in Karazhan und freut euch auf Musik, Magie und Mordspaß. Also erstmal, die Stimme von Medivh ist super geil, finde ich. Und die Trailer, die neueren zumindest, die sind so geil, weil die immer musikalisch sind. Und dieses 80er-Style-Disco-Dingens von Karazhan war ziemlich geil. Also man sieht ja hier auch die Disco-Kugel. Eine Nacht in Karazhan, ein Hearthstone-Abenteuer. Feiert mit Medivh und der Schickeria von Azeroth ein unvergessliches Fest im Turm von Karazhan. Sorgt dafür, dass die Party einen voller Erfolg bringt und der Ring 45 exklusive Karten. Also relativ wenig, glaube ich sogar. Ich glaube, die anderen hatten immer so über 50 oder 60 oder so, ich weiß es nicht. Das ist jetzt das sommerliche Abenteuer. Jetzt gegen Ende des Jahres kommt dann nochmal ein Nur-Karten-Addon. Was ist er denn hier für einer? Ah, ich glaube, das ist... Nee. Nee, der hat spitze Zähne. Ich dachte, das ist Barn. Vielleicht ist es der Werwolf. Wir werden es rausfinden. Es ist ein vergangenes Karazhan, man sieht ja Medivh hier noch relativ jung, cooler Typ, Partys in Karazhan gefeiert, vielleicht fing er mal so an, ich glaub's aber nicht, weil Medivh ja mal besessen war. Es ist halt einfach Spaß, es soll aber ein vergangenes Karazhan sein, also wo die noch alle jung und lebendig waren. Und WoW ist ja Karazhan mittlerweile so ein Geisterturm geworden. Mal gucken, wie es jetzt in Legion aussieht. So, das ist die Einladung. Ich habe hier auch noch nicht reingeguckt, wie ihr seht. Wir haben das Tafelsilber zum Leben erweckt, Schauspiele geprobt und die Menagerie vorbereitet. Dieses Fest wird in die Geschichte eingehen. Ja, die Menagerie kennt man, die Schauspielerei kennt man und das Tafelsilber, was er verhext hat, das ist eine Karte, die schon angekündigt wurde, die werden wir dann rausfinden. Das hier ist jetzt der Prolog, feiert mit Medivh ein magisches Spektakel der Sonderklasse und das hier ist Prinz Maichelsaar. Da kriegen wir schon mal die ersten zwei Karten, den verzauberten Rahmen für ein Mana 2/2 Wildtier. Und für 7 Mana das Portal in die Feuerlande, für den Magier verursacht 5 Schaden, ruft einen zufälligen Diener herbei, der 5 kostet. Natürlich Medivh hat mit Portalen 4 am Hut, deswegen kriegt jede Klasse, glaube ich, jetzt ein... Ja, also auch der Krieger, ich glaube wirklich jede Klasse kriegt eine Portalkarte. Für den Magier halt Feuerlande, finde ich ziemlich cool, der verzauberte Rabe ist ziemlich stark, für 1 Mana 2/2 Wildtier. Geht auch klar, vor allem halt, dass es ein Wildtier ist. Wir müssen rausfinden, also hier ist der Rabe, der Wolf, der Satyr und ein Drache. Das könnte Netagroll sein oder das andere Vieh. Der Satyr ist Prinz Dingens. Der Wolf natürlich im Theater und im Salon, der Rabe wird hier lieb sein. Können wir aber kurz gucken, hier stehen nur die Karten, das will ich mir noch nicht spoilern lassen. Salon machen wir danach, plus 7 weitere Karten. Hier ist Prinz Maichelsaar. Was macht ein Dämon im Ballsaal? Okay, er redet nicht mit Moros. Moros ist ja sein Butler. Prinz Maichelsaar ist mehr oder weniger immer der uneingeladene Gast gewesen, auch schon in WoW richtig. Der ist an der Spitze des Turmes halt ein böser Dämon, ein Irida. Ein ungeladener Gast, das wird die Party des Jahrhunderts, aber was macht Maichelsaar hier? Er hat für 2 Mana Legion. Heldenfähigkeit ruft einen Abyssal mit 6/6 herbei. Ja, dem auszuweichen wird nicht so leicht, glaube ich. Und kostet nur 2 Mana. Teste Soundanlage. Wenn ihr gegen einen Boss verloren habt, könnte es sich lohnen. Medivh! Achso, man spielt auch als Medivh. Gegen Prinz Maichelsaar! Mein Onkel meinte auch schon, er hat die neue Karte schon gesehen. Ich weiß nicht, ob es 2 neue Karten gibt. Wir schon wieder. Weil ich weiß nur eine mit der Bühne und das wird das hier sein. Jetzt auch der Magier Medivh. Medivh gibt's ja auch als, aber den aktuellen, den richtigen Medivh, den älteren. Geheimnisvolle Rune, Arkanschlag. Das sind keine neuen Karten, das sind eigentlich nur Medivh-Karten. Okay, Boss gegen Boss. Ihr wagt es, mich nicht einzuladen.
ein Prinz der Eredar. Nach eurem letzten Auftritt? Wir sind immer noch dabei, das Loch im Dach zu reparieren. Kann man Runen durchblättern? Aber die, die da unten auf dem Boden gezeichnet ist, die ist nicht gezeichnet. Doch! Okay, das Dreieck. Das mal was machen, ich probiere es jetzt noch ein drittes Mal. Kreise und Strich. Scheint nur so zum Spaß zu sein. Ich mach gleich weiter. Wir müssen ja mal hier, ich kann hier halt die Hühner anmachen. Scheinwerfer an und aus. Bei diesem Sternchen. Das hier ist sein Labor. Okay, ein Kriegschädchen, ja, sein Mana-Brunnen aus dem Film, kennt man den. Den gibt es so eigentlich gar nicht in. Also mittlerweile gibt es den in WoW dann in Legion. So, cool. Also wir haben hier Hervorrufung, typische Magierfähigkeit, um Mana wiederherzustellen. Die gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr. Er hätte 5 Mana-Kristalle nur für diesen Zug. Haben wir schon mal 6. So, die Heldenfähigkeit ist brillant. Heldenfähigkeit ziehen 3 Karten. Okay. Geheimnisvolle Runde für 3 Mana. Spielt 5 zufällige Magiergeheimnisse aus. Das klingt ja schon mal gut. Und Weisheit des Erzmeisters, eure Zauberkosten in diesem Zug 0. Wird sofort genommen. Jetzt haben wir schon mal eine Karte. Der Lehrling des Erzmagiers. Jedes Mal, wenn ihr einen Zauber wirkt, mischt ihr eine Kopie davon in euer Deck. 2 Mana, 2, 4. Ja, die Lehrlinge ist ja quasi auch magische Rüstung, jetzt ist hier eine Rüstung. Katka ist ja quasi auch sein Lehrling, also nicht nur quasi, ist ja sein Lehrling. Das passt da ganz gut. Jetzt haben wir alle 5 Magiergeheimnisse, das ist der normale Flammenstoß. Okay. Alle Dimensionen, alle Realitäten stehen mir offen. Abgesehen von dieser Feier. Oh. Ich komme aus der Leere. Also das ist ein normaler Hexenmeister, denke ich mal. Jetzt zieh ich jetzt eine Karte oder was? Ich habe kein Spiegelbild bekommen. Das ist mal kacke. Rose, schaut nach dem Schachspiel. Die richtigen Gäste werden jeden Augenblick eintreffen. Ja, das Schach ist so das Ding von Karazhan. Ich habe mir auch vorgenommen, dass ich diesmal an ein Stück aufnehme und dazwischen dann hoffentlich Pausen, Atempausen quasi anlege. Was wollen wir jetzt zaubern? Die Münze natürlich. Ja, schon mal 8 Rüstungen mehr. Schon mal nicht wenig. Geschoss ist jetzt nicht so schlau. Feuerball ist okay. Nochmal keine Geschosse. Will ich nicht, weil dann trigger ich nur den. Sir, die Medivas sind bereit für ihren Auftritt. Barnes probt gerade mit ihnen. Soll mal Medivas sind. Ja, Barnes irgendwie immer schon relativ alt und kauzig, dann noch älter und kauzig und dann irgendwann. Ruhehaltung, 2 Karten, 4 Rüstung. Kennen wir auch schon. Das finde ich auf jeden Fall cool, dass man hier quasi so ein Kartenchaos. Astrales Portal, ein Mann ruft einen zufälligen legendären Diener herbei. Was macht ihr denn hier? Dummkopf. Was macht ihr denn hier? Dummkopf. Okay. Netter Versuch, Dämon. Dummkopf. Ihr seid zu freundlich. Dummkopf. Das war unglaublich! Dummkopf! Wie naiv sein! War das euer Plan? Eure Magie gehört mir! Niemals eine Chance! Dummkopf! Jetzt leider dabei belassen. Habt ihr schon einen Blick in die Empfangshalle geworfen?
Die Schlachtzugsbosse prügeln sich um Einladungen. Ich bin, oh Gott, Malgaris. Ich bin unstark. Ballons! Morose! Wir haben die Ballons vergessen! Oh Gott! Sir, Murlocs haben Angst vor Ballons. Erinnert ihr euch an letzte Woche? Welchen Murloc würde ich bitte einladen? Kommt ein Murloc, den man einladen müsste, könnte, dürfte. Nutze ich jetzt keinen. Old Murk-Eye. Cookie. Verhindert gerade. So. Arcane Macht. Oh. Plus 5 Zauberschaden. Das hört man auch gerne. 8 Schaden und ein Frame, was mich aber nicht genau so wirklich interessiert. Guck mal, was da ist. Habt ihr ihn einmal Karaoke singen gehört? Einfach sensationell! Lord Taraxus. Und er hat nicht die Bibliothek in Brand gesetzt. Taraxus kann ich bisher, weil ich nicht tot kriege. Not cool, man. Arcane Power, bringt mir nix. Magische Rüstung. Genau, 13. Ah, ich kann neu starten. Tief gegen Prinz Malkesar! Der ist Malkesar. Wo ist meine Einladung? Hier schon wieder. Das astrale Portal war cool mit dem legendären Diener. Das hier war auch cool. Das ist so. Was macht ihr denn hier? Dummkopf! Ihr wagt es, mich nicht einzuladen! Ich bin ein Prinz der Gelder. Die Stimme von Boso aus. Nach eurem letzten Auftritt? Deponia. Wir sind immer noch dabei, das Loch im Dach zu reparieren. Glaube ich zumindest. Ich lese mit der ganzen Dimension. Alle Realitäten stehen mir offen. Es müsste Boso sein. Abgesehen von dieser Feier. Ich komme aus der Nähe. Warum ruft ihr? Wer hat noch nicht genug? Morose, schaut nach dem Schachspiel. Die richtigen Gäste werden jeden Augenblick eintreffen. Die Medivas sind bereit für ihren Auftritt. Barnes Pro.
probt gerade mit ihnen. Was auch immer Medivas sind, ey. Aber ich mochte mal das Theater, das war echt eine coole Ecke. Bitch. Schon einen Blick in die Empfangshalle geworfen. Die Schlachtzugsbosse prügeln sich um Einladungen. Das ist doch schön. Ich werde es Ihnen zeigen. Ich werde es Ihnen alle zeigen. Ballons! Morose! Wir haben die Ballons vergessen! Sir, Murlocs haben Angst vor Ballons. Erinnert ihr euch an letzte Woche? Das ist so cool. Morose mit Barnes. Und sag ich mal Barnes, Barnes. Ihn einmal Karaoke singen gehört? Einfach sensationell! Und er hat nicht die Bibliothek in Brand gesetzt. Hier saß ein ganz schöner Assi. Wie man so merkt. Hätte ich verzichten können. Legend! Der zerstäubt, das gefällt mir nicht. Macht es ja nicht schlecht, aber. Jo, schon was anderes zu wünschen. Ich möchte genau wie Medivh sein! Oh, I can't last.
Mist. Fünfte haben wir sechs. Kommen wir auch nicht weit mit. Nee. Das lohnt sich eigentlich auch nicht, weil ich Flammenstoßpistole machen würde. Hervorrufung war das Wort. Also das ist zumindest schon mal nicht. Und schon wieder 80 Mal. Noch eine Prüfung! Ich komme aus der Leere. Leider nicht aufhalten. Das ist ja Stäuben fast schwer. Und schon wieder Legion. Immerhin wurde das Stäuben nicht verschwendet. Ich wollte etwas in die Luft jagen. Ich möchte genau wie Mediv sein! Also, und dann ist da keine. Da bringt mir nichts, da kann ich kaum mit mir aufheben, das ist eine tolle Partei, aber ja. Verzagt nicht. Ich kenne einen Haus oder sowas. Die Erdenmutter ist nah. Ah!
beim großen Turnier. Das ist jetzt Platz aller Zeiten. Die Olle oder was? Wow. Den Effekt würde ich sie ja noch nehmen. Geiles Gesicht. Disqualifiziert. Ich hätte das vielleicht erstmal zu nehmen. Oh, das ist krass. Das ist schwierig. Hey, ich seh nichts! Zurück, wo ihr herkommt, Dämon! Achso, ja, den kann man. Kommt mit mir! Er nimmt jetzt den Gastgeber mit. Warte, ich voll war gerade her. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, wir kriegen den verzauberten Rahmen. Ein Mana, 2-2 Wege. Und das Portal nicht weiter. Das ist ein Magier. 7 Mana, verursacht 5 Schaden auf Land zu verlegen, den er bei der auch 5 kostet. Finde ich ganz cool. Vor allem die 5er Diener beim Magier sind ganz schön stark. So, der uneingeladene Gast ist besiegt. Bevor die ersten Gäste eintreffen. Ja. Also, wir haben den uneingeladenen Gast Maishasa besiegt. Und in der nächsten Folge machen wir uns dann an den Salon. Und an die nächsten Bosse. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao.